In einem Haus in Welschbillig hat eine Nachbarin ein totes Ehepaar gefunden. Ursache für den Tod der 82 und 83 Jahre alten Senioren soll nach Polizeiangaben offenbar eine Rauchgasvergiftung sein. Ein weiterer 60-jähriger Hausbewohner blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nach einem traurigen Unfall in einem Wohnhaus in Welschbillig. Dort hatte eine Zeugin die beiden 82 und 83-jährigen Hausbewohner tot in ihrer Wohnung gefunden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hat es in der Wohnung offenbar einen Schwelbrand gegeben, der sich nicht weiter ausbreitete und von außen auch nicht sichtbar war. Die dabei entstandenen Gase könnten zum Tod des Ehepaares geführt haben. Ein weiterer in dem Haus lebender 60-Jähriger blieb unverletzt. Es gebe derzeit, teilte die Polizei mit, keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Die Staatsanwaltschaft Trier hat zur genauen Klärung die Erstellung eines Gutachtens und die Obduktion der Toten angeordnet. Dies soll in der kommenden Woche geschehen. Die Ermittlungen, die derzeit von der Kripo Trier und der Polizeiinspektion Schweich gemeinsam geführt werden, dauern an.